Fuck. Ich wäre ja heute. Willst du nicht? Voll nicht. Liebe Freunde, willkommen zu den Game News. Heute haben wir schöne Themen für euch. Genau, denn ihr bekommt jetzt bei Steam 14 Tage Rückgaberecht, aber auch irgendwie gleichzeitig doch nicht. Und der Metal Gear Entwickler Kojima trennt sich von Konami. Jeder kennt sie, die meisten lieben sie, die Spieleplattform Steam unter dem Flaggschiff von Valve. Nach einem Rechtsstreit muss das Spielestudio nun jedem Kunden 14-tägiges Rückgaberecht nach EU-Regelung garantieren. Ihr denkt euch jetzt, oh cool, klasse, Spiel kaufen, 14 Tage durchspielen, ne? Und Makatze gibt dann sein hart verdientes Geld nicht umsonst mehr aus, sondern kriegst zurück. Doch das findige Spielestudio hat sich gedacht, so leicht nicht. Und nun müsst ihr in dem Moment, wo ihr das Spiel installiert bzw. herunterladet, auf euer Rückgaberecht automatisch direkt wieder verzichten. Dementsprechend ist es irgendwie da, aber auch irgendwie nicht. Makatze muss sein Geld weiter ausgeben für Spiele, die er eigentlich gar nicht spielen möchte und nach 2 Wochen links liegen lässt. Und im Endeffekt sind die Leidtragenden, ja, wer sind die Leidtragenden? Wir Spieler. So ganz zufrieden kann man damit also irgendwie nicht sein. Im Endeffekt wurde nur eine Rechtslücke ausgenutzt. Und jetzt fragen wir euch natürlich, was haltet ihr davon? So ein Rückgaberecht für Spiele, wäre das sinnvoll? Wird es vielleicht zu viel ausgenutzt werden von den Spielern? Wer weiß. Schreibt uns eure Meinung nach unten in die Kommentare. Schon seit längerem stehen die Gerüchte im Raum, dass Entwickler Kojima das Entwicklerhaus Konami verlassen wird. Nun hat sich ein Insider aus dem Umfeld Konamis zu Wort gemeldet. Dabei sind einige Informationen über die momentane Lage zwischen dem Entwickler und dem Publisher ans Tageslicht gekommen. Laut diesem Informant sollen die Streitigkeiten sich um Befugnisse und Zuständigkeiten über gewisse Abteilungen handeln. Angeblich soll der Publisher Kojima jetzt einen Strich durch die Rechnung gemacht haben, indem sie den Internetzugriff, den Zugriff auf die Mail-Accounts und den Zugriff auf das Telefon stark eingeschränkt haben. Wie so kleine Kinder. Momentan arbeitet Kojima und sein Team als Auftragnehmer für Konami. Dieser Vertrag läuft Ende diesen Jahres ab und bedeutet das endgültige Ende von Kojima in Konami. Außerdem erwähnte der Entwickler, dass Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain sein letztes Metal Gear Solid Projekt sein wird. Harte Nippel! Zeig mal den Nippel, da bitte. Dennoch wurde bekannt gegeben, dass andere Spielentwicklungen wie zum Beispiel Silent Hills nicht eingeschränkt werden sollen, nur wegen diesen Palaver. Was los bei euch? Jetzt stellt sich nur noch die Frage, wie es mit Kojima und Konami weitergeht. Wir werden euch sicher auf dem Laufenden halten und ich warne euch. Wenn Silent Hills nicht erscheint, dann werde ich nach Japan fliegen und dann werde ich Kojima und dem Publisher so einen fetten Haufen auf den Schreibtisch setzen, dass die einfach nur rückwärts umkippen, Alter. Oh Mann, bitte. Super. Und jetzt, ihr habt drauf gewartet, schalten wir wieder zu unserem Korrespondenten Harald. Harald. Hier. Ja, Mahlzeit, ihr Ayopais. Ich bin wieder da hier, der Harald, ne? Letztes Mal gefehlt, ne? Da habe ich ein bisschen viel getrunken und ne? Da lag ich im Garten, aber das ist ja jetzt mal egal. In New York, ne? Da habe ich gesehen, da kam eine neue Barbie auf den Markt, ne? Barbie. Und meine Tochter, der Chantal, die spielt liebend gern mit Puppen und Barbies. Und dann habe ich mir gedacht, ja, gut, wie komme ich jetzt an diese Puppe? Da habe ich meinem Freund Murat gesagt, kannst du nicht mal gucken hier? Ja, so, zack, eine Woche später war das Thema durch, ja, da ist mal so eine Barbie vom LKW gefallen und da hatte ich dann so ein Ding zu Hause, ne, so, meine kleine Püppi voll aus dem Häuschen, nee, ich habe eine neue Barbie, so, da habe ich ihr die Barbie gegeben, weil diese Barbie hat was ganz Besonderes, diese Barbie hat nämlich einen WLAN-Anschluss und sogar ein Mikro, ja, ne, dann hat meine Kleine damit mal eine Woche gespielt. Und dann habe ich mir das mal ein bisschen angehört, was die Barbie da so fragt. Hallo, wie geht es dir? Was trägst du heute? Also das war mir schon sehr, 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 sehr komisch. Ja, das war mir nicht koscher. Und dann habe ich mal bei Google habe ich dann mal nachgelesen, ne? Hier, ne?
Und da habe ich dann gesehen, dass da irgendein Hi-Opai auf der anderen Seite der Kugel sitzt und sich anhört, was meine Tochter da reinbrabbelt. Stell dir vor, die erzählt da was, dass die Ursula den ganzen Tag in das Spielo hängt. Oder ich nur im Kaufpark. Ja? Das geht doch nicht. Ja? Was ist denn da, wenn das so ein perversen Hi-Opai ist, der meiner Tochter da einen Scheiß erzählt? Und wenn du das siehst, mein Freund, wenn du das siehst, höre ich noch einmal, dass du mich nach meinen Kontodaten fragst, dann zieh ich dir einen durch deine Schnute, haben uns verstanden oder was? Das Endresultat war dann, ich habe da meiner Tochter das Teil weggenommen, habe dafür eine Babyborner hingestellt, ja? Da habe ich die Barbie erstmal weggeschmissen, ja? Nachts werde ich wach, da wollte ich eben nach meinem Oettinger greifen, da steht das Vieh neben mir. Willst du nicht mit mir spielen? Da war vorbei. Da habe ich das Ding genommen, habe ich meine Jacke angezogen, dann bin ich zu meinem Opa ins Altersheim. Dann bin ich zu meinem Opa in das Altersheim und habe die scheiß Barbie da in die Mitte gestellt. Jetzt können die alten Säcke sich dann mit der Barbie unterhalten. Das ist nämlich die einzige, die da zuhört. So, ich bin nicht mehr sauer auf diese Barbie, denn jetzt kann sich Toy Talk nämlich mit dem Gebrabbel über Hämorrhoiden und den ganzen Scheiß umschlagen. Ja, und meine Tochter ist aus dem Schneider. So. Ey, Chantal! Nicht die Zigaretten rauchen! Wie immer danken wir dir, Harald, für deinen sinnlosen Kommentar. Und jetzt kommen wir zu Nick und dem Wetter. Ja, ich schwitze in der Ritze, ne? Ja, Nick, danke schön wie immer fürs Wetter. Und wem das noch nicht genug geistiger Dünnschiss war, der könnte uns zum Beispiel einen Daumen nach oben da lassen, etwas in die Kommentare schreiben oder uns abonnieren. Ja, wir sehen uns spätestens nächste Woche Donnerstag wieder. Bis dahin, euer Buddy. Und Magazzo. Ja. Team Love. Team Love, wir sind Team Love. Spaß. Team Love, Team Internet, fuck you. Team Love.